Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge King of Seas. Beziehungsweise starten wir das Spiel jetzt richtig. Wir haben ja vorher die Demo gespielt und ja ausführlich durchgezockt. Und jetzt spielen wir das Vollspiel. Ich ahne allerdings schon Fürchterliches, denn man kann jetzt die Sprache einstellen, was ja super ist für uns. Aber, oh, das ist nicht so schön. Bin ich auf Chinesisch gekommen? Oh, zurück, zurück, zurück. So, Deutsch. Das Problem dabei ist, dass man leider nicht das Safe-Game von der Demo mit übernehmen kann. An sich würde ich sagen, gar nicht so das riesige Problem. Man kann es ja nochmal neu spielen, aber ein paar der Beigeschmack. Man überlegt, dass die Demo einfach mal fast 2 Stunden lang war. Wo man sozusagen, so 2 Stunden, so 2 Stunden umsonst gespielt hat, ne? Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber wir kennen ja schon viele Sachen und können direkt weitermachen. Das Gute ist, dass wir jetzt auf Deutsch spielen können. Das konnten wir von der Demo nicht. Die Demo war nur auf Englisch. Aber ich schnack nicht so lange. Wir gehen direkt rein ins Spiel. Los geht's. So. Ah, okay. Wir nehmen wieder Kanonier, wie beim letzten Mal. Kopfgeldbonus 150%. Also hier kann man natürlich noch mehr kriegen, aber wir machen erstmal das hier. So, und wir nehmen... Ich nehme Luki wieder. Letztes Mal habe ich... Nee, ich hatte auch Luki letztes Mal. Luki ist der Sohn des Königs der Meere. Da ihn das Leben auf dem Hofe langweilte, trainiert er heimlich den Umgang mit einer Pistole. Tapfer und kühn. Wie er mit 6 Jahren schon war, hat er die königlichen Küchen mit Schießpulver in Brand gesetzt. Doch jeder bei Hofe scheint bei dem Unfug, den er treibt, ein Auge zuzudrücken. Er ist schließlich der Sohn des Königs. Den nehmen wir. So. Oben wollen wir speichern. Los geht's. Das Ganze ist so das kleine Pirates für unterwegs. Wer sich an Sid Meier's Pirates erinnert, der wird wissen, was ich meine. Handel treiben, andere Leute abschießen, alles im kleinen Rahmen. Nicht übertrieben viel und das Ganze noch eingebettet in eine lustige Geschichte. Beziehungsweise, nicht lustige Geschichte, aber in einer guten Handlung eigentlich, fand ich. Also die war letztes Mal sehr spannend. Die Demo habe ich wirklich durchgezockt. Relativ zügig. Naja, zügig, aber innerhalb von den 2 Stunden, die man hatte. Länger als diese eine Stunde Demo gab es nicht. Oh. Für alle, die das Intro noch nicht kennen, gucken wir mal mit rein hier. The story began in the middle of the ocean many years ago. Within the crystal clear waters and green archipelagos, where communities of ancient navy sailors traded, surrounded by thousands of dangers. At that time, pirate law was in force on the 7 seas, and shamans shaped the world with fearsome voodoo rituals. But a bloody battle changed fate forever. The fight between pirates and navy sailors inflamed the sky for endless days and nights. In the end, the sailors prevailed, decimating the last traces of magic and freeing the sea from the threat of pirates. After the battle, the triumphant navy erected an impenetrable fortress, founding the 800-year-old kingdom of the 7 seas and vowing to maintain the conquered peace forever. Those few pirates who didn't bow to the will of the navy fled to the borders of the kingdom, remaining faithful to their way of life. Today, seated on the throne, the descendant of a long line of rulers carefully guards the peace within the fortress. Long live the king! Long live the kingdom of the 7 seas! Genau so ist es. Was schade ist, dass bei so einem Bilderintro, dass das ruckelt, oder? Ich meine, ganz ehrlich, es sind nur Bilder. Und das Ganze ist ja ein Video, ne? Das ist natürlich so schön. So. Und los geht's. Ich mag die Musik ja, ne? Also typisch was von Fluch der Karibik oder Monkey Island, so, ne? Das sind so typische Piratenlieder. Das ganze Spiel gibt es natürlich auch für die Xbox. Ich hätte es auch für die Xbox spielen können, die Series X, aber ich weiß nicht. Mir liegt die Switch. So abends mal ein bisschen ein paar Sachen auf der Couch machen, das war schon ganz geil. Groß hatten wir Burn. Das Schiff ist bereit zum Ablegen. Wir warten auf die Ankunft des Kapitäns. Luki, tut mir leid, ich bin spät dran. Das kommt nicht wieder vor. Luki, du bist wieder um die Häuser gezogen, nicht wahr?
Endlich ist der Tag deiner Abreise gekommen. Dein Vater, König Alexander, hat hohe Erwartungen an dich. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Es ist alles bereit für deine Reise, Kapitän. Die Crew erwartet dich bereits auf dem Schiff. Danke, Bartholomew. Ich hoffe, ich bin der Herausforderung gewachsen. Bei deiner Rückkehr wird es eine Zeremonie geben, um dein Erwachsenwerden zu feiern. Ab morgen beginnst du damit, meine Lehren in der Praxis umzusetzen und du nimmst die Entscheidungen des Hofes teil. Ein neues Leben erwartet dich. Ich freue mich auf deine Rückkehr, Luki. Bon voyage, kleiner Bruder. Die hätten wir auch spielen können, Mary Lou. Luki, ich bin bald wieder zurück, Mary Lou. Kapitän, ich darf dich an deine Mission erinnern. Du musst eine Schiffsladung Schießpulver an einen Hafen in der Nähe liefern. Die Reise dauert nicht lange und der Kurs ist so sicher, dass wir die Schiffe nicht bewaffnen müssen. Du hast auch Robert, den ersten Offizier der Königlichen Marine, an deiner Seite. Viel Glück, Lucky. Lucky? Ne, ich nenne ihn Lucky, ne? Lucky hört sich an wie die Katze von Alf. Robert, erster Offizier der Königlichen Marine. Zu Diensten, Kapitän? Er sieht schon schelmisch aus, der Typ. Ihr werdet noch erfahren, warum. Als dein erster Offizier kann ich dir versichern, dass wir unserem Zielort pünktlich zum Tee erreichen. Anker los! So. Okay. Schießpulver. Robert, der erste Offizier, sagt wieder: Also, Kapitän, ich möchte dir ein paar Segeltechniken erinnern. Na? Guck mal. Also, zum Drehen, zum Öffnen von drei Segeln auf einmal, zum Einholen von jeweils einem Segel, zum Hereinzoomen, zum Herauszoomen. Ah, Kampf brauchen wir noch nicht angucken. Kapitän, du kannst die Steueranlagen jederzeit im Pausenmenü nachlesen. Du hast ja, wenn du was sagst. So, dann wollen wir mal. Los geht's. Oh. Du musst die Karte öffnen, um die Route zu finden. Das machen wir mal. Okay, also wir müssen da unten hin. Badly. Ahoi, ich bin der Kartograf dieser wunderschönen Karte. Lass mich erklären, wie das funktioniert. Siehst du das rote Symbol? Das ist die Position deines Ziels. Wenn du ihm folgst, verläufst du dich nie. Wundere dich nicht, wenn die Karte unvollständig ist. Es liegt an Kapitän, sie während der Abenteuer zu vervollständigen. Das machen wir. Zwischenzeitlich können wir mal ein paar Sachen kaufen, beziehungsweise am Kartografen Sachen kaufen. Und das geht. So, wir müssen jetzt einmal los. So, wir können alle Segel auf einmal rausballern. Wir haben mal drei Segel. So. Patrouillenschiff, fährt das mit uns? Das wäre ja nett. Macht das, glaube ich, aber nicht. So, wir müssen hier runter, glaube ich, war das, ne? So, wir gucken, ob wir hier... Oh, raus, du bleib! Wie clever war das denn? So, das wollte ich gar nicht. Ich habe gerade auf das Menü geachtet und nicht das andere. Ah, egal. So. Schau immer nach oben rechts. Der Kompass zeigt dir die Windrichtung an. Ja, ich weiß. Starker Wind. So, wir müssen mal hier runter. Ja, grafisch ist es natürlich kein Highlight, muss man sagen. Aber der Spielspaß ist schon da. Man glaubt es gar nicht. Man denkt sich immer so, ach, ne? Aber es ist wirklich so. So, Karte mal an. Sehe, wir sind auf dem Weg zum Ziel. Ich wollte mal gucken, wie der Zoom ist. Tatsächlich ist das kann man relativ dicht ranzoomen. Aber es ist schon schöner von weiter weg. Halte das Schiff zum Reparieren an. Ah, das reparieren wir jetzt noch nicht. Das sollten wir auch so schaffen, oder? Dum, 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 dum. Hab ich alle Segel draußen? Ich bin so lang draußen. Ich bin ja auch gegen die Windrichtung wahrscheinlich, ne? So. So, wir sind noch Whale Hunter. Also Waljäger heißt die Stadt. Habt ihr wohl ihren Namen alle Ehre gemacht? Man weiß es nicht. Guck die Karte. Ah, wir müssen noch weiter runter. Unten können wir, links unten können wir mal sehen, wie sich unser Schiff oder beziehungsweise alles gerade so befindet. Eigentlich sind wir in einer recht guten Position, wie man sieht. Also von daher. So, die können wir einsammeln hier unten. Seht ihr die? Pass auf, machen wir. Das hier sind so Schiffbrüche hier. Da kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte für. Und das drüben, das ist ein Wrack, da können wir auch mal hin eiern. Können wir auch einsammeln. Die Fässer sollten wir nicht einsammeln, das ist meistens Dynamit. Da fliegen wir in die Luft. So. Na komm. Können wir das schon machen oder erklärt ihr mir das erst später? Also, ach so. Ach Mist, fällt mir gerade ein. Können wir noch nicht machen. Denn das können wir nur, wenn wir die Schiffe versenken, können wir auch die Ladung da rausholen. Also das ist natürlich irgendwie schade.
Also ist das leider. Also noch habe ich keine Kanonen. Ich kann also noch nicht schießen, weder links noch rechts. Die Steuerung ist sehr innovativ, also echt so einfach. Innovativ. Innovativ. Kann ich mal aussprechen, das Wort, ne? Ist auf jeden Fall sehr einfach und sehr leichtgängig. So, warte mal, bitte. Wir müssen dahin. Und dahin? Ist da der Hafen? Ich glaube fast, ne? Oder hätten wir doch einen anderen Weg müssen? Das ist ein bisschen schade, das hätten sie oben eigentlich auch einblenden können, oder? Dass man den Hafen oben rum sieht, wäre doch viel cooler gewesen. Also nicht den Hafen, sondern das Ziel, dass es irgendwo auf dem Campus nochmal zu sehen ist. Finde ich. Da ist noch ein Schiffswrack. So, gleich entwickelt sich die Story auch, denn das ist ja natürlich erstmal nur so eine ganz billige. Also die Story ist relativ billig. Naja, geht auf jeden Fall um Königsmord. Und was dann auch so passiert, erkläre ich aber gleich. Beziehungsweise geht ihr gleich. So, da ist Whale Hunter, da gehen wir jetzt rein. Ein paar Segel abnehmen. So. Los geht die Geschichte. Was für eine Überraschung! Ich fühle mich geehrt, dass der König dich geschickt hat, um diese sehr dringliche Lieferung Schießpulver zuzustellen. Geh zum Löschen in den Hafen. Im Namen meines Dorfes danke ich dir herzlich. Löschen heißt ja abladen, ne? Gut gemacht, Kapitän. Wir können unsere erste Mission als Erfolg betrachten. Wir werden morgen bei Tagesanbruch zur King's Fortress aufbrechen. Sehr gut. Natürlich passiert da was in der Nacht. Das Ganze ist eine Intrige, die wir jetzt mitbekommen. Was ist los? Was soll dieser ganze Trubel? Der König, sie haben ihn auf dem Thron gefunden, tot. Was? Wer hat ihn ermordet? Der Heiler sagt, er wurde von einem Zauber umgebracht. Sie fanden einen Voodoo-Kreis im Untergeschoss. Das Gericht der Meere wurde für eine Krisensitzung einberufen. Hm. Von all dem wissen wir natürlich noch nichts. Es ist an der Zeit, zum Stützpunkt zurückzukehren. Wir werden rechtzeitig für deine Feier dort sein. So. Drehen wir das Ganze mal und. So, Erfahrungspunkte auch wieder 80 Stück bekommen. Hinten kann man auch angeln, da brauchen wir aber Angeln noch für. Seht ihr da hinten? Platschen so ein paar Fische da über der Kiste so ein bisschen. Das können wir auch noch machen. So. Ich sammle alles ein, was auf dem Weg läuft. So, wir sind relativ zügig, denn der Wind ist uns hold, wie man sieht. Schön grün, das heißt, wir haben die richtige Geschwindigkeit. Fast 10 Knoten. Relativ zügig. Das ist doch schon mal schön. Falls ihr es noch nicht getan habt, aber tun wollt, bam, abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn mein Kanal ein bisschen mehr wachsen würde. Genau. Es kommt auch wieder mehr vom Switch-Inhalt. Bloß ist es gerade so eine Flaute an Spielen. Natürlich gibt es ganze Independent-Spiele für die Switch. Aber irgendwie warte ich noch so auf so ein paar Bringer gerade. So. Ja, Mario Golf wird mich auch nicht vom Hocker hauen, das ist leider so. Also braucht ihr nicht darauf hoffen, dass ich das großartig spielen werde. Das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Das ist irgendwie nicht so mein Ding, sag ich mal. Aber es kommen noch andere Sachen und ich freue mich drauf. So. Was wirklich cool wäre, wenn. Mal kurz die Karte gucken. Wenn wirklich nochmal eine Switch Pro rauskommt und das neue Zelda dazu und das dann einfach mal in 60 FPS laufen würde. Ich habe mich so. Ich habe mich so dran gewöhnt an die 60 FPS. Ist einfach so. Oh, weiter geht's. Kapitän Henry, was führt dich hierher? Du kannst nicht entkommen, Luki. Die gesamte Hauptstadt weiß von deinen Taten. Du wirst für dein Verbrechen büßen. Hä? Was ist denn da los? Wovon sprichst du? Ein Zeuge sah dein Schiff vom Seiteneingang zur Festung zurückkehren, als auf dem Weg zur Mission hätte sein sollen. Kannst du dich nicht herausreden? Das ist unmöglich. Wir sind nach dem Ablegen nie mehr zu King's Fortress zurückgekehrt. Und du streitest es weiterhin ab. Hiermit verkündige ich offiziell, dass das Gericht der Meere eine Strafe gegen dich verhängt. Wegen feigen Mordes an König Alexander. Was? Mein Vater? Entdeckung, Crew! Oh oh.
Das ist doch gemein, sie sind ja in der Mitte. Tja. Der Feind ist am Boden, Kapitän. Von Luki ist nichts mehr übrig, auch nicht vom Schiff. Guck mal da, der blöde Offizier, der mit uns war. Heute ist ein trauriger Tag für das Königreich der Meere. Unsere Pflicht ist getan. Lasst uns Unterstützung Bericht erstatten. Kurs auf die Hauptstadt. Na, wir sind noch nicht tot. Da kommt das olle Piraten-Galosche. Leroy, wir haben den Thronerben gefunden, Kapitän. Lebendig. Luki ist nur bewusstlos. Kurs aufs Eagle Den. Sonst, dort sind wir sicher. Zu Befehl, ich gehe schnell in mein Labor. Wir brauchen Heilsalben. Immer wieder nett, wenn Leute uns retten, oder? Eagle's Den, Jahr 832. Warum heißt es wohl Eagle's Den? Man weiß es nicht. Könnte es in einem großen Schnabel da oben liegen? Kleine Piratenbucht. Endlich bist du wach. Hier, nimm diese Salbe gegen deine Verbrennung. Zur Herstellung musste ich 3 Fläschchen und den Schnurrbart des Schiffsjungen verbrennen, also verschwende es nicht. Da kommt der Kapitän. Kapitän D. Morgan. Ich bin Kapitän D. Morgan. Es ist eine Freude, den früheren Nachfolger des Königs der Meere zu treffen. Dein Schiff ist gesunken und deine Crew wurde nirgends gefunden. Du hast Glück, dass sie dich gesehen haben, sonst wärst du jetzt am Meeresgrund. Aber du bist ein Pirat. Warum hast du mich gerettet? Der Kodex der Meere schreibt vor, dass alle Schiffbrüchigen unabhängig von ihrer Flagge gerettet werden müssen. Außerdem stehe ich in deines Vaters Schuld. Was wird jetzt aus mir? In deiner momentanen Lage solltest du von den Königen von Marine nicht gefunden werden. Sie würden dich auf der Stelle exekutieren. Zum Glück glauben sie, dass du schon tot bist. Das ist die entlegenste Ecke des Königsreichs. Und, so wie wir, bist du jetzt offiziell ein Pirat. Mein Vater ist tot und sie verdächtigen mich? Ja, Luki. Und du musst herausfinden, wer es getan hat. Über dir schwebt noch immer ein Todesurteil. Aber erstmal müssen wir unseren Namen machen. Ja, jetzt geht es mir schon viel besser. Was ist das für ein Ort? Das ist Eagle's Den, der Ursprung des Königreichs der Meere. Die Königliche Marine verließ ihn vor Jahrhunderten. Und es ist seit Jahrhunderten von Jahren auf deiner Karte verzeichnet. Ironischerweise ist es nun der einzige Piratenstützpunkt auf der Welt und der sicherste Ort für uns Ausgestoßene. Willkommen bei den letzten Piraten, die diese Gewässer befahren. Hoffentlich hast du genug Mumm, um dein neues Leben anzunehmen. Mein neues Leben? Ich hätte nie gedacht, dass Erwachsenwerden so sein wird. Na, guck mal, bin ich schon Pirat. Und freu mich. Notfall in Sicht, Kapitän. Mit meinem Turbofernrohr 3000 konnte ich ein Schiff der Königin Marine ausmachen, das sich auf uns zubewegt. All unsere Kapitäne sind auf einer Mission und es gibt sonst niemanden, der eingreifen könnte. Nie kommt man zur Ruhe, nicht? Wir können nicht zulassen, dass die Königin Marine unseren Stützpunkt entdeckt. Zum Glück ist ein Kapitän ohne Schiff hier. Luki, übernimm das Kommando von dieser Schaluppe. Falls du dieses Speerschiff versenkst, wirst du deren Kapitän. Ich brauche sicher ein Schiff, um in die Hauptstadt zurückzukommen. Ich nehme mir die Herausforderung an. Los geht's. So, zum Wechsel von Kugeln. Wir können Rumpf, Crew und Segel beschädigen. Zum Starten oder Stoppen von Reparaturen, wenn das Schiff außerhalb des Kampfes angehalten wird. Okay. Los, haben wir eine Linke. Das ist für alles. Los geht's. Im Palast hast du bestimmt nicht gelernt, wie man kämpft. Geht so? Also ein Piratenjäger, müssen wir schon langweilig werden. Das war's schon. Viel haben sie nicht übrig, haben wir nicht übrig gelassen, würde ich sagen. Luki, kannst du mich hören? Ich habe einen nautischen Fernmelder an deinen Helm angebracht. Damit können wir über weite Entfernung miteinander reden. Klar, hat er das. Heutzutage hat jeder so etwas. Die Königin Wasserwissenschaftler haben in letzter Zeit gute Fortschritte gemacht. Wie funktioniert dieses neumodische Apparat, Leroy? Luki, kannst du mich hören? Was soll ich sagen? Das hast du gut gemacht. Du hast es dir verdient, Kapitän dieses Schiffes zu sein. Yes! Die Schaluppe, die auf jeder Seite 3 Kanonen hat, ist ein wendiges und leichtes Segelschiff.
Es wird einfach sein, es in der Schlacht zu führen und den Feind über die Flanke anzugreifen. Pass bei den Kämpfen mit mehreren Schiffen auf, da könntest du in Schwierigkeiten geraten. Geil. Super Schiff habe ich jetzt hier, du. Vielleicht hast du wirklich den Mumm, deine kommenden Aufgaben durchzustehen. Aber ich bin kein Pirat. Ich muss in die Hauptstadt zurückkehren, um meine Unschuld zu beweisen und den Grund für diese Verschwörung herauszufinden. Langsam mit den Kanonenkugeln. Unter den gegebenen Umständen kannst du nicht zurück zu King's Fortress. Im Moment sind unsere Kapitäne auf den sieben Meeren unterwegs, um Informationen zu sammeln. Geduld, solange wir nicht mehr wissen, können wir uns keine Fehler leisten. Leroy, in der Zwischenzeit kannst du anfangen, deine Schuld zu begleichen, indem du mit uns unsere Einkaufsliste hilfst. Einkaufsliste? Keine schlechte Idee, Leroy. Es gibt da so ein paar Dinge, bei denen du uns helfen könntest. Wir haben uns vor kurzem bereit erklärt, für einen Tischler der Händlervereinigung ein paar Arbeiten zu übernehmen. Der Hafen ist in der Nähe. Der Auftrag ist die Lieferung in einer Ladung Holz. Die Händlervereinigung? Mein Schiff ist nicht irgendeine Piratenflagge. Bin ich da nicht in Gefahr? Die Händlervereinigung duldet Piraten im Gegensatz zur Königlichen Marine. Solange wir friedlich sind, können wir mit ihren Häfen Handel treiben. Manchmal heulen sie uns sogar an, um ihnen aus der Patsche zu helfen. Geh zum Markt in Edelstein und kaufe Holz. Es liegt gleich hinter dem Anlegeplatz im Hafen. Gut. Falls das Schiffswahl gegen Null geht, wird dein Schiff sinken. Also behalte das im Auge. Du kannst deinen Rumpf und die Segel mit dem Reparaturkit jederzeit heile machen. Beschädige Segel drosseln hingegen an deine Geschwindigkeit. Und falls du wenige Crewmitglieder hast, wird die Effizienz deiner Kanonen auch schlechter. Okay, wir müssen kurz gucken. Das ist direkt hier um die Ecke, ne? So, legen wir mal los. Ich weiß nicht mehr, wo das war. War das direkt hier vorne um die Ecke? Weiß ich nicht mehr. Kommen wir da raus? Oder ist das eine Bucht? Ich weiß es gar nicht. Ne, ich komme mal raus. Gut. Und eine Buttel. Hier fehlt ein bisschen von Assassin's Creed Valhalla, dass die so ein bisschen singen, oder? Das wäre ein Highlight. Ein paar coole Lieder. Siehst du diesen Fischeschwarm? Kapitän, er soll ein Restaurant gehen, der Gold dafür bezahlt. Ja, das wissen wir schon. Den nehmen wir auch noch mit hier. Ich glaube, wir sind irgendwie vorbeigesegelt schon. Ah, drehen. Gucken wir mal. Muss ja hier irgendwo um die Ecke sein, halbwegs. Gehen wir mal hier rein, glaube ich. Wo ist denn das? Oh, mal drehen. Oh, guck mal, da liegen auch ein paar Dinger, da kommen wir gar nicht rein, ne? So, pass auf. Jetzt zeige ich das mal. Wir können jetzt beim Schiffswrack. Können mich tatsächlich. Oh, war das nur zu weit weg gewesen? Muss ich da ransegeln? Und den Wrack plündern. So, jetzt werfen wir ein paar Bomben rauf. Und jetzt versenkt. Und dann gehört uns das schon. Alles, was jetzt gleich ausplündert, rauskommt. Mal sehen, was da so rausspuckt. So. Die anderen Piraten sollten wir jetzt nicht angreifen unbedingt. Endlich hast du ein Item gefunden, um dein Schiff auszurüsten. Du kannst es abholen und in deinem Inventar ansehen. Okay, machen wir mal. So, wir gucken mal, was wir haben. Das sind Reparaturkits. Da. Walrumpf, Morastrumpf. Also unser ist auf jeden Fall zur Verteidigung wesentlich besser. Das Neue. Warte mal. Dann sollen wir das doch einbauen. Bäm. Das können wir nachher verkaufen, das andere. So. Ich habe beim letzten Mal, als ich gespielt habe, ich auch so lange gebraucht, diesen blöden Hafen zu finden, weil er einfach nur am Arsch der Welt lag. Wie ist Eagle's Den? Okay, dann war das... Wo war denn das Ding nochmal? Das hier?
Was? Wollt ich verarschen? Hab ich das gar nicht gesehen? Da taucht einfach so ein Krakenarm auf. Wieso finde ich das denn gerade nicht? Ich will den Markt ja gerne betreten. Ich weiß nicht mehr, wo der Markt ist. Wer war das? Der ist doch direkt hinten dran. Der ist doch gar nicht weit weg. Das ist doch was anderes da. Zoom mal rein in die Karte. Das ist King's Fortress. Da sollen wir nicht hin. Da ist der Markt. Direkt da oben. Wir sind schon wieder vollkommen verkehrt. So, drehen wir einmal hier. Verrückt. Ich habe beim letzten Mal auch so lange gebraucht, das zu finden. Aber das ist ja direkt dahinter, aber irgendwie habe ich es nicht gesehen. Beim ersten Mal. Aber jetzt finden wir das. Kapitän, siehst du diese Sprengstoffe? Wir dürfen ihnen nicht zu nahe kommen. Sonst geht unser Schiff in Flammen auf. Das ist nicht so schön. Also machen wir gleich. Reparieren können wir gleich nochmal. Erstmal mal zum Handelshafen jetzt. Aber es ist cool, ne? Ich kann auch links und rechts schießen, das ist komplett egal. Ich darf nur nichts treffen, jetzt hier. Das wäre natürlich doof, wenn ich jetzt genau Eagle Stan angreife. Dann bin ich verloren. So, einmal hier um die Ecke, bitte. Bin ich schon wieder zu weit? Kann nicht sein. Wie kann man denn so blind sein? Also ich verstehe nicht, wo das Teil ist. Bin ich hier schon dreimal wieder dran vorbeigefahren? Man weiß es nicht. Hä? Also ganz ehrlich, blind kann man denn sein? Wir haben doch, da war doch kein Markt gerade, oder? Bin ich blöd? Ich hab den jetzt nicht gesehen. Ein bisschen gemein. Jetzt weiß ich, weil ich ganz ehrlich, ich habe das letzte Mal auch schon gemacht. Oh. So, anlegen. Das war bescheuert, der Marktplatz ist ja direkt hier. Mann. Wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich auch rumgekürt und habe wieder nicht gecheckt. So, wir brauchen Holz, ne? Ah, ich habe dich noch nicht gesehen. Ich bin Ed und das ist mein Markt. Ich weiß genau, wo noch andere. Du willst alle möglichen Waren, die du in 7 Jahren verkaufst, handeln kannst. Du wirst dann sehr reich beraten, wenn du das Handelsgeschäft beginnst. Das kannst du mir glauben. So. Ja, Holz. Und davon brauchen wir ein bisschen was. Und zwar 10. Gut. So, jetzt haben wir das. Wir müssen noch kurz mal zum Tischler. Der repariert nämlich unser Dings. Ha, hallo! Und nie gesehen, ich bin der Tischler und mein Job ist es, deine Schiffe abzuschleifen und zu sanieren. So zu behandeln, wie sie es verdienen. Ihr Piraten behandelt diese Schönheiten schlecht. Komm vorbei, wann immer du willst. Auch wenn du Ausrüstung haben willst. Wir reparieren einmal umsonst. Ankerlächeln, so. So, jetzt können wir unterwegs. Jetzt können wir zum nächsten. Jetzt können wir mal rauszoomen hier. Habe ich jetzt nicht 10-mal. Es fehlt mir ein Stück Holz. Mann, ich habe doch 10 Stück gekauft, oder nicht? Habe ich es falsch gesehen? Oder konnte ich gar nicht so viel kaufen, weil mir das Geld fehlte? Mal gucken. Geh weg, das Schiff. Ramm mich nicht. Ich muss nochmal ein Stück Holz kaufen da. So. Guck mal, das Holz hier. Ja,
Nanu aber. Erreicht er den Hafen der Händler Feindung? Gut, er ist nicht so weit weg, da kommen wir auf jeden Fall hin. Los geht's. Und unterwegs, wenn wir Glück haben, können wir auch ein paar Leute erledigen. Genau. Und wir müssen gucken, dass wir ein paar Kartografen finden, damit wir unsere Karte mal sichtbarer machen können. So ist es ja schon ein bisschen blöd, ne? So, man darf nicht zu dicht an den anderen Häfen, darf man nicht zu dicht andere Schiffe angreifen. Es kann sein, dass der Hafen uns dann ausschließt vom Handel. Das wäre ja wirklich sehr übel. Denn das wollen wir natürlich nicht erreichen. Kommen wir hier raus? Oh, Sandbank? Nee, keine Sandbank. So, hier draußen ist es ein bisschen gefährlicher. Aber kriegen wir schon hin. So, ja, mir eben nicht stört es. Also man müsste hier irgendwie auf dem Kompass müsste man noch sehen können, so ungefähr das Ziel. Ah, guck mal da oben. Das ist nicht der Kartograf da oben. Ich kann den mal besuchen. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe. Vielleicht reicht es auch nicht. Aber er ist auf jeden Fall einer, der uns helfen kann beim... Da. Siehst du diesen Außenposten? Dort suchen die Kartografen die Grenzen. So, wir gehen einfach hin zu ihm. Flieg da mal rein. Flux. Gucken, ob er uns was das kostet. Wetterstation betreten. Ah, wie schön, dich wiederzusehen. Was sollen wir nicht kaufen? Wir kaufen die. Dass wir das Geld haben überhaupt. Ja, wir sehen uns wieder. Viel Spaß beim Erkunden. Warte mal. Ja, genau. Also mehr können wir nicht. Mehr Geld haben wir, glaube ich, auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir jetzt am Anfang hatten. Aber zumindest sieht unsere Karte schon besser aus. Denn jetzt können wir, wenn wir da reinzoomen, sieht man schon ordentlich was mehr, wie man sieht, ne? Das ist natürlich cool für uns. Für die anderen Leute natürlich nicht. Jetzt haben wir einen Vorteil. So. Da. Plündererschiff? Oh, warte mal hier. Das gebietet die Seefahrerei, dass wir die einsammeln. Ja, einmal von außen rum. So, angeln können wir noch nicht. Dafür müssen wir uns noch ein paar Netze kaufen. Das machen wir auch nochmal irgendwann, aber nicht jetzt. Guck mal, hier kann man doch auch was, hier kann man doch was einsammeln, glaube ich. Wenn man da so am Land geht. Ja, dreimal rumbekommen. 32 Gold. Und 3 Bonbons. Lecker Bonbons. So, da ist der Hafen, wohin sollen. Sind wir auch schon das Fragezeichen für unsere Quest? Wir sehen uns im Hafen der Händlervereinigung. Oh, Entschuldigung. Keine Absicht. Wenn wir uns friedlich nähern, können wir locker daran gehen. Das machen wir jetzt auch. So. Luki, ich habe eine Lieferung an eine Ladung Holz. Leute, excellent, excellent. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich darauf gewartet habe. Ich hätte es selbst gekauft, aber der Händler ist unzuverlässig und versucht ständig mit dem Preis übers Ohr zu hauen. Jetzt haut hier keiner übers Ohr. Erinnere dich an die Lektion Nummer 1 in Sachen Handel. Waren können eine hervorragende Einnahmequelle sein, aber sie haben nicht in jedem Hafen denselben Preis. Lass dich also nicht gleich von den Preisen des ersten Marktes täuschen. Komm jetzt zu uns Igelsnest zurück. Wir haben etwas Neues für dich im Lager. Etwas, was du im Kampf sehr nützlich finden wirst. Betrachte es als eine Art Geschenk. Du hättest sehen sollen, was für ein Desaster letztes Weihnachten war. Leroy, zurück in die Arbeit. Gut, 10 Holz abgegeben. Aber geh trotzdem mal in die Hafenstadt rein. Ich will mal sehen, was die noch haben. Alter, ich wollte da nicht gegenfahren. Das war nur, weil der... So dumm war. So, mal gucken. Ich glaube, hier will der Tisch, glaube ich, Geld haben, ne? Ne, macht aber jetzt auch gratis. Sehr gut. Dann gucken wir, gehen wir zum Markt. So, man sieht ja, was das kostet. Wir haben 3300 Gold. Was können wir hier so kaufen können?
Guck mal, hier kosten die Eier 55. Wir haben auch ein paar, aber naja. Gut, wir müssen uns die Preise ein bisschen merken, wenn wir irgendwas verkaufen wollen, ne? So, wir eilen jetzt erstmal zurück. Und sagen, gucken, was die anderen sagen. Los geht's. Let's go. Man ist auch immer so unterwegs mit so einer mega geilen Musik, ne? Was ist ein Fass da hinten? Ja, ist ein Fass, ne? Kriegsschiff. Hui, wir haben heute Glück gehabt. Komm, die greifen wir an. Was? Er gibt auf? Nee, haut ab. Schade. Na gut, wenn er aufhaut, jetzt in der Herzeier, das ist nicht so gut, dann ist er wieder am Hafen und dann können wir ihn nicht angreifen, weil dann werden wir als feindlich angesehen und bekommen dann nicht mehr die Chance, da zu handeln. Das wäre natürlich blöd. Das nächste Schiff ist unser. Diese Gewässer sind zu gefährlich. Wir müssen umkehren. Ja, ich bin doch schon dabei. Ja. Da ist noch eine Kiste, die wir eine Ladung einsammeln. Und boom! Oh! Mist! Ist zu schnell, aber wir kriegen ihn trotzdem noch, pass auf. Und... komm schon, komm schon, komm schon! So, jetzt mal den letzten Gnadenschuss noch geben. Gucken, was da eigentlich alles drin hat. Oh, nicht getroffen, warte. Das kriegen wir noch hin. Den kriegen wir noch. Boom. So, den haben wir erwischt. Den Affen. Danke. So, noch einen hier. Was hat er denn da drin gehabt? Wiederverwertete Kanonen und 108 Gold. Na, immerhin. So, jetzt sind wir wieder echt weit weg von unserem Zielort eigentlich. Na, egal. Ein bisschen Gegenwind, die sind nicht so schnell gerade. Guck mal, hier können wir auch noch was einsammeln. Fahren wir langsam ran. Perfekt. Hähnchenkeulen. Njam, njam, njam. Können wir auch mit handeln. So, wir müssen jetzt wieder hier rein zum Eagle's Den. Oh, der Wind dreht sich. Günstig für uns zumindest. Sehr gut. Ja. Bin gleich schon wieder da. So, wie ihr wahrscheinlich erraten könnt, müssen wir unser Schiff richtig aufmotzen und wir müssen noch ein größeres Schiff bekommen, und damit wir überhaupt eine Chance haben, später unseren Vater zu rächen. So.
Überraschung, wir haben dem Spezialisten deiner Crew gezeigt, wie man einen Flammenwerfer baut. Wir haben ihn gut angelernt und ich bin mir sicher, dass er dein Schiff nicht in die Luft jagen wird. Passt! Flamme Meer ist eine sehr nützliche Fertigkeit. Baue sie aus und nutze sie klug. Sie kann den Ausgang eines Kampfes komplett verändern. Während deiner Abenteuer wirst du auf Spezialisten mit einzigartigen Fähigkeiten stoßen. Sie können während der Gefechte eine große Hilfe sein, also unterschätze sie nicht. Cool, ein Flammenwerfer! Jetzt zurück zu uns. Wir haben eine sehr wichtige Mission für dich. Du musst dein Schiff zu einem Zielhafen geleiten. Achte darauf, es nicht zu verlieren und schütze es vor feindlichen Angriffen. Was hat es an Bord? Alle Artefakte und Schriftrollen über Voodoo-Zauber, die es jemals gegeben hat. Wir haben sie den Schiffen des Königlichen Marine abgeluchst. Sie wollten sie zerstören und das konnten wir nicht zulassen. Die Gouverneurin eines Hafens bot an, die Ladung zu überverstecken. Die Ladung zu verstecken. Sie schuldet uns noch ein, zwei Gefallen. Diese Voodoo-Artefakte kommen unseren Kapitänen sehr gelegen. Machen wir. Voodoo ist super. Nehme ich mal Monkey Island. So, wir werden trotzdem mal kurz da rein eiern. Haben wir ein bisschen was abbekommen. So. Einmal zum Tischler. Reparieren. Und dann gehen wir mal zum Markt. Können wir was verkaufen, was wir hier so haben? Die Obertugels behalten wir. Vier. Drei. Neun haben wir Bonbons. Was wird er kauft er denn hier an? Die Bonbons für 45. Ja, wir haben die ja nur gefunden, also wir machen mit allen Gewinn, weil wir nichts gekauft haben. In dem Sinne. So, Rum. Na, Rum behalten wir mal drauf, den braucht jeder. Hinten kriegen wir ein bisschen mehr hier. Gut. Aber das reicht ja erstmal an Gold, was wir haben. Wir können beim Schiff reparieren, aber wir können ja auch. Mal gucken, was er hier so hat. Also, Morastsegel bringt uns jetzt nicht so viel Zusätzliches. Hier auch nicht, auch nicht. Flammenmeer Stufe 4. Er ist gerade erst das Flammenmeer bekommen. Sollen wir erstmal abwarten. Also ich glaube, wir nehmen einfach mal die Moraska-Legionsfigur mit. Kaufen wir. Kostet ja nicht so viel. Kann man machen. Gleich ausrüsten. So, dann können wir den Scheiß auch gleich wieder verkaufen. Ja, das Geld hier drin. So, was haben wir noch hier? Mit Diplomatensegel. Gibt euch auch ordentlich Schutz, wie man sieht. Kostet aber auch 1462, aber... Das ist das zinnrote Segel. Das ist zwar nicht so viel Schutz. Aber lass uns das auch mal mitnehmen hier. Ausrüsten. Ja, und dann kannst du das hier auch gleich hier verticken. So, was hat er noch? Nichts. Poseidon Crew, Morass Crew. Wir nehmen mal die andere Crew mit. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber egal. Die Morass Crew. Dann weg. So, bei den Kanonen gibt es nicht so viel Aufschwung. Wir haben ja noch selber welche. Deswegen. Gut. Achso, warte mal, dann lass uns doch auch. Warum mach ich denn? Hätte man ja auch gleich den. Können wir auch gleich unsere Sachen da. Unsere Kanonen ausrüsten. Hier war das, ne? So, Stahl. Und wir wollen die haben, ne? Genau, jetzt haben wir die ausgerüstet. Und dann können wir die auch verticken hier. Super. So. Hat er noch irgendwas Cooles gehabt hier? Ne, eigentlich nicht. Gut, dann können wir jetzt los. So, das ist das Flottenschiff da.
Das mit den Knochen, seht ihr das? Das sollen wir geleiten und gleich schon mal gerammt. Wo soll man hin? Muss kleiner machen hier. Sind ganz schöne Stückchen. Müssen auf jeden Fall runter. Dann komm mal mit. Haben wir schon langsam erfahren, ob der daherkommt? Ne, jetzt kommt er, okay. Was ist die Kiste, nehmen wir mit? Diese Gewässer sind zu gefährlich, wir müssen umkehren. Ja, wir fahren ja hier an der Küste längs. Wow, krass. Hätte er uns auch gehen können. Ist ein bisschen langsamer das Flottenschiff als wir, wie man merkt. So, Leuchtturm. Ich fahre mal ein bisschen langsamer, nicht, dass er die ganze Zeit weg ist auf einmal. Wenn wir da irgendwie was machen. Na, können wir durch heran, können wir ein bisschen schneller fahren. Dawn's Bay, da gehen wir jetzt auch noch nicht rein. Noch nicht. Mann, Mann, Mann. Eigentlich ist das Ding doch genauso schnell wie meins hier. Mal ganz kurz gucken. Haben wir das Flammenwehr eigentlich ausgerüstet? Halt. Ausgerüstet jetzt. Jetzt kann ich unten sehen, wie ich es machen kann mit Y. Sehr gut. Damit kann man einen Frontalangriff machen, was sehr cool ist. Also wirklich cool ist. Weil den braucht man zwischendurch ja mal. Gerade bei wendigen Schiffen macht es sehr viel Sinn. Da haben wir noch ein paar Waren, die nehmen wir noch mit. Kleine Kurve nehmen hier. Dann werden wir ein bisschen schneller machen. Sechsmal Holz. Wunderbärchen. Oh, da war noch ein gerade. Das ist ein Schatzschiff. Oh ja, da war gleich mit Anhang. Das können wir glaube ich nicht einfach angreifen. Kommt ein Schmuggler. Lässt uns in Ruhe. Ah, ich glaube, er lässt uns Ruhe. Gut. Hier sollen wir hin. Thousand Cove. Da war ja nicht so viel Action gerade, muss ich zugeben. So. Gucken wir uns den Markt mal an. Viel hat er auch nicht, ne? Und hier? Ein Tischler? Ist da irgendwas, was er uns verkaufen kann, was wir super finden würden? Ah. Gut. Müssen wir raus. Müssen, glaube ich, einmal warten, bis der... dass das Flottenschiff auch reinkommt, damit wir die Punkte bekommen. Gouverneurin, Kapitän D. Morg schickt mich. Das mit verbotenen Artefakten beladene Schiff ist im Hafen. Ich sehe, es ist wohlbehalten angekommen. Mach dir keine Sorgen, du kannst es uns überlassen. Ich versichere dir, dass wir es vor der Königmarine verstecken werden. Dankeschön. Leroy, eine Sache musst du noch lernen, um ein Admiral zu werden. Die Kunst des Plünderns. Du musst ein paar Schiffe plündern. Aber sind sie nicht unsere Verbündeten? Die Händlerfeindung ist nur aus Annehmlichkeiten unserer Verbündeter. Wirf am besten einen Blick auf die Karte mit den Häfen, um die Siedlung zu finden, von denen ihre Schiffe ablegen. Auf eines sollst du jedoch achten. Falls du die Schiffe in der Nähe ihrer Hafen angreifst, werden sie kontern und dich zum Anlegen hindern.
und das stellt ein großes Problem für unsere Geschäfte dar. Falls du sie aus der Entfernung angreifst, werden sie zurückschießen, aber es gibt keine weiteren Konsequenzen. Okay. Wie meine Oma zu sagen pflegte, was auf hoher See passiert, bleibt auf hoher See. Gut, lass uns ein paar Dinge. Ich glaube, wir müssen 3 plündern. Ich meine, das waren 3, ne? Irgendwie? Ja, genau, 3. Gut, machen wir jetzt. Los geht's. So, gespeichert haben wir auch schon. Da ist so ein Eskortenschiff. Das greifen wir jetzt nicht an. Das ist ein bisschen zu dolle, wie man sieht. Das ist schon Level 8. Oh, es kommt ein Sturm auf, wie ich sehe. Das habe ich noch nicht gehabt, so ein Sturm. Wenn ich beim letzten Mal es gespielt habe. Eieiei. Ah, ausweichen, ausweichen. Oh. Ich glaube, ich segel mal weg vor denen. Und? Oh, warte. Versenkt. Ich muss es jetzt reparieren, sagt er. Dann machen wir das. So. Wir müssen einmal die Sachen noch einsammeln hier. Es war leider kein Schiff der Handelsmarine, deswegen... Wir halten an und dann können wir es reparieren direkt hier, ne? Okay. Du hast nicht. Ja, wir müssen ein paar Reparaturkits, glaube ich, mal kaufen für die offene See. Aber jetzt lassen wir es mal weiter eiern und gucken, ob wir mal eins von diesen Händlervereinigungsschiffen finden. Und das können wir gut gebrauchen. Dann noch ein paar Leute mitnehmen. So, hier müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht die angreifen. Also, das ist ein Touristenschiff. Ein Touristenschiff bringt nicht so viel. Was ist da oben? Na, oh, das ist ein Vorratsschiff, aber das ist Level 10. Können wir das trotzdem abballern? Oder ist das dumm? Ein bisschen wendiger. Oh, 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 oh. Oh. Oh nein! Oh, ich hatte den doch auch schon fast unten, oder? Da fehlt doch nicht mehr viel und dann wird er auch versenkt worden. Na gut, ist nicht so schlimm, denn wir landen immer direkt wieder dort. Aber trotzdem ärgerlich. Also wie sauärgerlich war das denn? Der war doch schon fast, der war schon fast down. Der hat doch kein Leben mehr gehabt. Hast echt noch getroffen. Na gut. Dann werden wir mal ausprobieren. So, lass uns mal gucken, ob wir die... Ob wir jetzt echt ein paar von denen finden. Denn das wäre ja schon ganz cool. Diese Gewässer sind zu gefährlich, ja. Was soll ich denn machen? Hm. Im letzten Mal habe ich ein paar Mal versucht, die zu finden. Hat echt lang gedauert. Also ich glaube, eine halbe Stunde habe ich rumgeeiert, um 3 Händlervereinigungsschiffe zu finden. Aber das wird diesmal wahrscheinlich genauso sein.
müssen alles mitnehmen, was wir kriegen. So, ja, gucken wir mal hier einfach ein, zwei Schiffchen finden, ne? Definitiv. So. Wo seid ihr? Ihr ehrenlosen Händler. Ah, wir haben Reparaturkits bekommen. Das ist natürlich cool. Alles mehr, was wir finden, alles, was so auf dem Weg liegt, das schnabulieren wir. Verleiben wir uns ein. Ich weiß ja auch nicht genau, von welcher Küste die wir loseiern. Kann ich hier auch was machen? Ein Leuchtturm? Ah, okay. Tatsächlich. Was bekommen? So, wir können uns natürlich die Häfen abklappern, um zu sehen, ab wann die dann loseiern. Das können wir machen und dann fahren wir da einfach daher. Vielleicht sollen wir das machen. Oder? Wenn wir die große Runde machen hier. Dann gucken wir, wann einer da losfährt. Und dann können wir vielleicht... Wir haben gerade neue Segel bekommen, die setzen wir mal ein. Verlässliche Segel, Sonnenuntergangssegel. Die nehmen wir. So, jetzt gehen wir hier zum Hafen und sobald er losfährt, fahren wir den direkt hinterher. Nein, nein, wir wollen gar nicht. Wir sind ganz nette Touristen. Da ist ein Händler. Dann kommen wir jetzt hinterher, der Händler. Dann holen wir uns den. Nur warten, dass wir nicht zu dicht aneinander dran sind, ne? Na, wir haben zufällig die gleiche Richtung. Da ist noch ein Kartograf dahin, den sollten wir auch noch besuchen. Nein! Es kommt noch ein... Ja, nein, die Marine kommt. Natürlich schlecht für uns. Okay, das wird wohl nichts. Mist, Mist, Mist. So, die Händler schnappe ich mir aber noch. Versenkt, das ist schon mal gut.
No. Kann ich nur die Sachen einsammeln, das ist noch alles meine. So, die ballern sich gerade gegenseitig da drüben, das ist natürlich sehr cool für uns. So, dann reparieren wir uns mal, wenn wir still hier stehen. Ja, immerhin. Die beschießen sich, glaube ich, immer noch da oben, ne? Ja. So, auf den helfen wir mal da oben. So, das war's für ihn. Oh, wir müssen weg, wir müssen weg! Aber das Schiff ist versenkt. Oh Mist. Schnell weg hier. Ach guck mal, jetzt begreifen sie sich da oben an. Das ist ja gut für uns. Jetzt wollen die alle das Kriegsschiff platt machen. Ja! Okay. Das haben wir nicht gemacht. Kriegen wir keine Plünderungssachen, ne? Schade. Aber das war doch nicht verkehrt. Und jetzt müssen wir den nächsten Hafen ansteuern. Um ein bisschen uns zu reparieren. Schlafen alle. Eine einsame Grille. Summt das Lied der Freiheit. Krass eigentlich. Ich meine, dass wir noch leben, ist auch krass, ne? Nur so nebenbei sehen. Salvatore! Natürlich verschiedene Kanonenarten. Müssen wir auch mal zwischendurch im Kampf wechseln vielleicht. Ich würde sagen, die muss doch irgendwo Eagle Stand sein. Dort. Da machen wir jetzt erstmal Rast. So, ab zum Hinterschneider mal reparieren. Sollen wir mal ausrüsten? Das unten verkaufen wir. So, das wieder verkaufen. Das Touristending verkaufen wir auch. Und den Händlerrumpf verkaufen wir auch. Die nehmen wir mal mit hier.
die verkaufen wir gleich wieder. So, da hat er auf jeden Fall mal ganz ein bisschen bessere Kanonen. Wir haben die, nehmen wir mal mit. Die ausrüsten und die anderen verkaufen. Man kann die nachher natürlich auch die anderen Schiffe benutzen, aber jetzt macht es, glaube ich, erstmal Sinn für uns, das zu verkaufen alles. Perfekt. So, nochmal zum Markt und ein paar Reparaturkits kaufen. Kaufen wir so 20 Stück. Dankeschön. Und hier ein bisschen rum können wir, glaube ich, verkaufen. Ne, nicht rum hier. Bei Hähnchenbeine können wir brauchen. Und 10 Stück. Gut. Holz haben wir auch relativ viel. Gut. Perfekt. Ja, aber ich glaube, das soll es gewesen sein für heute. Wir müssen uns noch ein bisschen aufsparen für die nächsten Sachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Dank da. Ich würde mich freuen und wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.